Komm schon. Ich helfe dir hoch. Na bitte. Danke. Alles okay? Ja. Und jetzt? Geduld. Und hoch! Echt jetzt? Echt. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Na los, hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich auch, wo man zu spät bist. Thank you.
Ich schalte den aus. Cobra 1 für Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Okay. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre.
aus. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer so gesprächig? Ja. Weniger. Ja, es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht.
brauche nur einen Moment. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Ist er wie in einem Antiquitätenladen? Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Indisch-christlich. War's das? Nein, ich schau nur. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Noch nicht. Und du? Nein. Zerstörer und Wandler. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das wird niemand vermissen. Ich leih mir das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Und Elfenbeinhändler. Arschloch. Das ist nur der Regen. Ah, Lakshmi, Göttin des Wohlstands.
war das für eine Karte? West Gates, Hoysala Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Scheiße. Das war nix. Soll ich's machen? Nein. Vorsicht. Wunderschön. Shit, weg hier! Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es kann nur nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ihnen nach! Okay.
verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Also, das ist gefährlich! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Die Scheibe noch? Ja, weiter! Aufpassen! Oh, also echt jetzt! Du entkommst mir nicht! Was hab ich gemacht? Was? Weicheier! Keine Zeit für Schaden! Weiter! Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserler geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Gatz ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Haganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und
Die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit.